Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, in diesem Video geht es nur ganz kurz darum, wie bekomme ich Tomb Raider War of the Worlds auf eine Linux-Instanz zum Laufenden. Zwar war ich da auch gestern ein wenig am Rumfummeln gewesen, weil es bei mir partout nicht laufen wollte. Erstmal vorweg, ihr bekommt dieses wunderbare Spiel auf der Seite Tomb Raider Level Editor, also TRLE.net. Dann müsst ihr einfach mal hier eingeben War of the Worlds und schon seid ihr hier bei dem eigentlichen Spiel. Ich kann mal kurz die Home-Seite anmachen. So werdet ihr dann begrüßt. Und hier gibt es unendliche viele Tomb Raider Spiele, die alle sehr, sehr gut sind. Aber dieses Spiel hier hat mich hier besonders fasziniert. Und deswegen möchte ich euch das mal so ein bisschen näher vorstellen. Ja, wenn ihr dann hier auf dieser Seite seid, einfach auf Download klicken. Und dann kommt ihr auf die Download-Seite des Herstellers heraus. Und über verschiedene Mirrors kann man sich hier dementsprechend das Spiel herunterladen. Alles kostenlos, inklusive eines Patches. Und auf der Seite FAQ wird genau beschrieben, welche Einstellung ihr vornehmt, damit das Spiel überhaupt läuft. Weil da habe ich nämlich etliche Probleme gehabt, dass ich das Spiel nicht zum Laufen bekommen habe. Also die Einstellung beim allerersten Start auf jeden Fall vornehmen. Und dann solltet ihr auch überhaupt keine Probleme haben, das Ganze mit Beine zum Laufen zu bekommen. Ja, was braucht ihr noch für Pakete? Weine ist klar. Weine, Weine Tricks und Q4 Weine. Play on Linux habe ich jetzt auch noch installiert. Und damit soll das auf jeden Fall laufen. Okay, wie geht ihr vor? Wenn ihr es downgeloadet habt, habt ihr dementsprechend das ganze Spiel als ZIP-Datei hier im Download-Verzeichnis. Entpacken, Patch entpacken, zusammenspielen und das Ganze dann einfach per Rechtsklick starten. Dann müsst ihr hier stehen mit Q4 Weine öffnen. Falls es bei euch nicht stehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr auch Q4 Weine direkt öffnen. Dann über System, Explorer. Ja, so, Moment, jetzt habe ich irgendwie dreimal draufgeklickt. So oft braucht ihr da auch nicht draufklicken. Also einmal reicht. Dann habt ihr ein Verzeichnis Slash. Home, bei mir wäre es mtbyk99. Downloads. Und dann War of the World, die Exe anklicken. Dann sollte Tomb Raider starten. Ich werde jetzt bei mir die Weine-Instanz einmal löschen. Und zwar aus dem einfachsten Grund, weil sobald Tomb Raider einmal gestartet hat, kann man keine Einstellung mehr vornehmen. Und jetzt zwinge ich quasi Weine dazu, die ganze Weine-Instanz nochmal neu zu generieren. Rechtsklick, öffne mit Qt Weine. Sage ich OK. Jetzt muss man einen kleinen Moment warten. Jetzt seht ihr schon, jetzt wird Weine nochmal neu generiert. Oder konfiguriert. So. Und wie ihr seht, seht ihr jetzt nichts. Jetzt haben wir jetzt hier ein leeres schwarzes Fenster. Jetzt hier einfach mit der Maus nach unten ziehen. Warum auch immer. Und dann könnt ihr die Einstellung, wie auf der Homepage beschrieben, einfach vornehmen. Das mache ich mal eben. Hier war es 32 Bit. Und dann auf OK. Und schon wird Tomb Raider starten. Ja, und schon läuft Tomb Raider.